Das Leben ist ein Wunschkonzert, kehrt zurück, meine Damen und Herren. Und wir brauchen jetzt eine besonders starke Glücksfee, weil diesmal sind lauter tolle Sachen dabei, hat Chris mir schon gesagt, die hat sich das vorher alles angeschaut. Das Leben ist ein Wunschkonzert, kehrt zurück, funktioniert so, jetzt seid ihr dran mit Wünschen und wir sagen euch auch, was ihr euch wünscht. Nämlich ihr wünscht euch diesen Sack voll Goodies von Tapete Records. Da ist also, habe ich mir versichern lassen, auch was von Tele drin, die ja auch bei Tapete sind. Und was von Dirk Darmstädter und lauter tolle Herrlichkeiten. Und irgendjemand, der seinen Namen auf einen dieser Zettel gekriegt hat, wird jetzt der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin von diesen tollen Sachen in diesem Sack sein. Und muss was dafür leisten. Und was wir jetzt also von dem oder derjenigen geleistet kriegen, das kriegen wir raus, wenn wir, schnell weggucken, wenn wir diese Glücksfee jetzt gleich dazu überredet haben, hier einen Zettel zu ziehen aus diesen neuen. Und wir freuen uns, Andreas, der eine Saalwette macht. Ich wette, dass ich 4 von 5 akustisch angespielten Jeremy Day Songs erkenne. Das finde ich richtig geil. Super. Das finde ich geil. Okay, cool. Ein echter Fan. Du musst jetzt, ja. Das steht und fällt natürlich jetzt mit der Fähigkeit von Dirk, 4 bis 5 Jeremy Day Songs anzuspielen. Andreas, komm auf die Bühne. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Genau, deshalb klatsch nochmal. Willst du dich hier auf den Bassistenschemel setzen vielleicht? So, also hier kommt Andreas und kann alles erkennen. Und du kannst natürlich jetzt auch beliebig schwer machen. Du kannst vielleicht erstmal mit leichten anfangen und dann irgendwie so Rare B-Sides am Schluss noch reindengeln, dass er nur so mit den Ohren schlackert. Okay, soll ich auch anfangen zu singen? So erste halbe Strophen oder was? Du kannst ja... Für mich ist ja recht. Wir haben Zeit. Du kannst es ja erstmal ganz schwer machen und du, so wie du es weißt, rufst du rein, damit wir auch sehen, wie gut du bist sozusagen. Geil. Das ist bisher noch relativ wenig hier von Herrn Andreas. I am not a fool, trying to be your friend. Oh, was für ein Desaster. Ich würde sagen, Ande begann. Yeah. Cool. Also war jetzt noch Schwierigkeitsgrad 1, oder? Von Reinvent Yourself, glaube ich, ne? Ja. Okay. Mit der B-Note auch noch. Muss man sich ein bisschen die ganzen käsigen 80er-Jahre-Synthesizer dazu vorstellen. Close your eyes. Rome wasn't built in a day. Okay. Meine. Don't talk now. Ja, das ist wirklich die erste Textzeile, sorry. Don't talk now. Big plans made, listening. But all my words come back to me slowly. The heavenly music would stop. I'm sure it would stop. Ooh. Also ich weiß es, aber wenn ich das Lied sehr gerne mag und er es sonst nie spielt, würde ich sagen, wir lassen ihn einfach mal weiterspielen, oder? Nee, wir haben nicht so viel Zeit. Das, also es ist Julie Through the Blinds, oder? Sehr gut, ja. Super. Von welcher Platte? Von der ersten. Das war der dritte Erkannte jetzt, oder? Das heißt, wenn wir ihn noch verlieren lassen wollen, müssen wir jetzt langsam mit der Schwierigkeit nach oben gehen. I've been away from here too long, don't know just which direction home, but all these things, I keep them locked away inside me. Und? Some people can never live a change, tired of their lives inside the cage. 10. But it can all 9. Be rearranged, aber me, I'm just a...
Chasing My Crooked Shadows, aber in einer ganz anderen Variante. Ja, natürlich. Und jetzt wird die Spannung unerträglich, eine ganz harte Nuss zum Schluss. Ja. She wakes me from my sweet jealousy. Zu einfach. Ah, okay. The world made up of fear and love. The pain don't fall from heavens above, and nowhere is the place. And all you need is love, love, love. Are you invited? Sehr gut. Are you inventive? Das lassen wir mal so durchgehen. Sehr gut. Der Mann ist ein Gewinner. Aufregung. Großartig. Ein Riesenapplaus für Andreas. Super. Lass mal, du kriegst den Sack. Schau, hier. Fantastisch. Der Mann, der alle Jeremy Days Songs auswendig weiß.